Das ist Folge 1028 mit der Unternehmerin 11. Generation, Gründerin und Autorin Viktoria Neuhofer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um noch selbstbewusster als Unternehmerin. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie viel Mut es braucht, seinen Eltern die Wahrheit zu sagen. Zweitens, warum es um das Bauchgefühl geht. Und drittens, wie man seine beste Freundin heiratet. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikhane.de/1028. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Allianz. Ich selbst habe mit Mitte 20 gemerkt, dass Erfolg niemals auf Kosten der eigenen Gesundheit gehen darf. Gerade als Unternehmer muss man sich selbst aktiv um das eigene Wohlbefinden kümmern. Deshalb ist die private Krankenversicherung der Allianz mehr als ein Rechnungserstatter im Krankheitsfall. Sie ist ein starker Partner, der sich aktiv um deine Gesundheit kümmert. Mit umfangreichen Vorsorgeleistungen wie zum Beispiel Gesundheitscheckups von Organen oder Hautkrebs-Screenings enthält die neue PKV der Allianz tolle Angebote, um mögliche Krankheitsbilder frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und solltest du doch einmal akute Beschwerden haben, kannst du dich auf erstklassige Leistungen im Krankenhaus, beim Arzt oder für Zahnbehandlung verlassen. Wie deine Absicherung aussehen soll, bestimmst du übrigens selbst. Durch eine Baukastenlogik hast du bei Vertragsabschluss viele Möglichkeiten, den Tarif genau an deine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Und das Beste, je früher du dich mit dem Thema PKV beschäftigst, desto geringer sind in der Regel auch deine Beiträge. Nutze jetzt die Gelegenheit und lasse dich von einem persönlichen Ansprechpartner beraten. Gehe dazu auf raikhane.de/allianz. raikhane.de/allianz. Willkommen, Viktoria Neuhofer. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin sowas von ready. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Mein Beruf ist, Unternehmerin zu sein. Ich habe mittlerweile 4 Unternehmen aufgebaut. Das 5. ist gerade jetzt am Aufbauen. Soll ich dir jede einzelne quasi die Namen jetzt schon erwähnen oder kommen wir da erst drauf hin? Kommen wir später noch zu. Ansonsten, du hast 5 Unternehmen. Was hast du in deiner Vergangenheit gemacht und dann gerne noch etwas Privates? Vergangenheit, ich bin in einer Unternehmerfamilie eingeboren. Das heißt, ich bin da die 11. Generation und habe natürlich seit klein auf die Vision gehabt, das zu übernehmen. Das hat sich dann ein bisschen geändert. Und privat mache ich alles eigentlich, um mich weiterzubilden, damit ich eben das, was ich erreichen will, auch schupfen kann. Sehr, sehr cool. Und genau, deine spezielle Expertise, hol uns mal ab, in welchen Bereichen bist du tätig? Was machen deine 5 Unternehmen? Also einerseits habe ich Damn Plastic gegründet. Ich versuche Menschen passiv nachhaltig zu machen, also zu Green Couch Potatoes, weil mir einfach dieses allgemeine Öko-Getue sehr am Nerv geht. Ich habe versucht, einen anderen Weg zu finden, um etwas Gutes zu tun. Das heißt, ich verkaufe nur Produkte, die aus Müll entstanden sind und du bei dem Kauf unterstützt du einfach passiv diese Cleanups. Das heißt, wir haben es ein bisschen cool und sexy verpackt, auch diesen stationären Handel aufgebaut und auch ein Franchise-System daraus aufgebaut. Dann haben wir Wietz, das Zaubermehl. Ich wollte auch, dass Kochen einfach ist, weil ich sehr viel Stress habe und wenig Zeit habe, aber trotzdem mich gesund ernähren möchte. Dementsprechend gibt es da auch eine neue Lösung, wo du nur Wasser hinzufügst und tatsächlich alles zaubern kannst, was du zaubern möchtest. Und dann bin ich noch im Bereich ich bin Holztechnikerin, fangen wir mal so an, ich bin Holztechnikerin und habe auch einige Patente entwickelt und mache sozusagen mit meinen Eltern dann noch einige Projekte. Und das 4. Unternehmen, das möchte ich nicht ganz erwähnen, weil es viele nicht verstehen, warum ich das sozusagen mit den anderen Unternehmen verbinde. Aber ich habe schon gesagt, ich bin ein sehr offener Mind, was auch Entrepreneurship angeht. Und dementsprechend haben wir da einen Strohmann verwendet, dass das nicht klar ist, dass es von mir kommt. Das möchte ich auch, dass es so bleibt. Und das Letzte ist, wir haben jetzt eben ein Buch geschrieben und haben uns auf das Consulting spezialisiert, dass wir anderen Menschen, die ein bisschen strugglen zu gründen oder nicht genau wissen, wie sie es tun, dass wir ihnen zeigen, wie es geht und haben da eben eine Consulting-Firma Unlabeled Brainfuck geöffnet und ich glaube, da wird es dieses Jahr noch sehr turbulent losgehen. Sehr, sehr cool. Ja, also du bist da wirklich an vielen Fronten gleichzeitig unterwegs und 11. Generation Familienunternehmen, da ist ja schon sehr, sehr viel passiert. Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden? Also ich glaube, die größte Herausforderung war tatsächlich meinen Eltern zu gestehen, oh oh, in meinem Bauch tut sich etwas, ich möchte was Eigenes auf die Beine stellen. Es ist nicht so, dass ich das nicht im Unternehmertum oder bei uns in der Familie nicht tun konnte. Aber es ging natürlich alles in eine gewisse Richtung und ich wollte einfach mehr sehen. Ich war schon immer sehr getriggert, alles auf einmal zu sehen und auszuprobieren. Vielleicht liegt es auch an meinem Sternzeichen, keine Ahnung. Ich bin Zwilling, ich mag einfach neue Dinge. Mich langweilt auch ziemlich schnell etwas, was schon quasi gesettelt ist und nicht entwickelt werden muss und dementsprechend musste ich da einfach raus. Also ich habe da ausbrechen müssen. Ich habe es aber wirklich über, ich will jetzt nicht sagen Jahre, aber doch monatelang spürte ich schon, dass ich da eigentlich raus muss. Und diese Entscheidung zu treffen und sie auch offen auszusprechen
war tatsächlich für meinen Charakter etwas ganz, ganz Neues. Ich bin eigentlich nie nervös. Ich bin auch nie unentschlossen. Ich liebe volles Risiko und mag eigentlich sofort, wenn ich was entschieden habe, auch sozusagen auch durchzuführen. Aber da war es tatsächlich anders. Und an dem Tag, wo es dann stattgefunden hat, war mir, glaube ich, wirklich, ich kann nur sagen, ich war schweißgebadet. Also ich war richtig nass, bevor ich da in dieses Meeting reinkommen bin. Mir ging es echt tatsächlich nicht gut. Aber als ich es gesagt habe und als ich da durch war, und das waren vielleicht 3-4 Stunden, war ich tatsächlich der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich gewusst habe, cool, ich kann jetzt mit meiner Zeit das anfangen, was ich machen möchte, was nicht bedeutet, dass ich nicht im Unternehmertum nach wie vor auch helfe. Also ich bin bei meinen Eltern noch, ich unterstütze in Projektentwicklungen oder auch auf den Messen, aber das große ganze Baby ist tatsächlich sind meine eigenen Firmen. Ja, kann man sich natürlich auch nur schwer vorstellen, was es bedeutet, nach 11 Generationen dann zu sagen, okay, jetzt geht hier ein anderer Pfad weiter. Kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, aber mir sicherlich vorstellen, dass es sehr, sehr hart war. Aber trotzdem habt ihr da einen guten Weg gefunden, das auch entsprechend zu lösen. Du bist ja trotzdem an anderer Front dem Unternehmen treu geblieben und unterstützt. Aber das, was jetzt daraus entstanden ist, ist ja auch etwas sehr, sehr Wertvolles. Du hast viele andere Bereiche gegründet, du hast mit deiner besten Freundin was an den Start gebracht und bist damit ja auch eine Inspiration für viele Frauen. Und viele trauen sich da ja auch nicht so diesen Weg zu gehen, dem fehlt vielleicht genau die Entschlossenheit. Deswegen ist meine Frage an dich, was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste, was ich halt auch brauche, gerade um auch als Frau diese Power einfach auf die Straße zu bringen und was sind vielleicht auch die Blockaden, die du bei vielen Frauen siehst, wo du sagst, hey, da kann man halt rübergehen und so habe ich es gemacht. Tatsächlich sehe ich das und ich möchte hier wirklich auch meine beste Freundin als Beispiel nehmen, denn die wollte kein Unternehmen gründen. Sie wollte generell keine Unternehmerin sein und sie hasst Risiko. Sie mag Sicherheit und ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen genau so sind. Die brauchen diese Sicherheit und die brauchen jemanden, der sie schubst. Ich persönlich war immer schon anders. Also ich war wirklich immer mehr männlich angehaucht, muss ich jetzt dazu sagen. Ich war auch das einzige Mädchen in der Schule, vielleicht auch deswegen. Aber es war für mich echt eine Herausforderung aus ihr. Und ich will nicht sagen, dass ich aus ihr eine Unternehmerin gemacht habe, sondern ich habe ihr den Weg gezeigt, wie man es sein kann und wie man sich selbst entwickeln kann und über diesen eigenen Schatten springen soll. Und ich mache auch diese Gründungsservice, also ich leite auch einen Gründerservice und da sind auch ganz viele Frauen. Die meisten wollen etwas tun, haben eine coole Idee und machen es dann einfach nicht. Weil es gibt ja immer tausende Abers. Ja, also in Österreich höre ich am öftesten, okay, wenn ich selbstständig bin und wenn ich dann ein Kind bekomme, dann kriege ich keine Staatshilfen. Ja, ist so, hundertprozentig. Aber ist es ein Grund, dann nicht das zu tun, was du möchtest, ist eine Frage. Möchtest du ewig lang dieses Was wäre wenn? Ich könnte damit nicht leben. Und deswegen, sobald ich etwas machen will, tue ich es einfach, weil ich dieses Was wäre wenn gar nicht erleben möchte. Also ich glaube, dass mit diesem Gefühl umzugehen ist schwerer. Auf der anderen Seite trauen sich die meisten auch gar nicht in Richtung, okay, sie haben eine Idee und dann wissen sie nicht, wie sie anfangen sollen. Die Antwort ist einfach, fang einfach an. Also jeder Schritt, jedes Puzzle fängt ja dann sich von alleine an zusammenzustecken. Die fühlen sich halt tatsächlich überfordert. Es ist alles zu viel. Das stimmt aber gar nicht. Also ein Unternehmen aufzubauen, ganz ehrlich, klar kann es ein Unicorn sein, klar kann es auch schnell gehen, aber alles beginnt mit dem ersten Schritt und am Ende slow and steady wins the race. Und wenn man sich da nicht traut, dann müsste man sich wirklich überlegen, ob man Unternehmer auch tatsächlich sein möchte, weil das hört nicht auf. Das ist ja nicht so, dass es nur jetzt in der ersten Gründungsphase so ist, sondern das wird ja, ich will das Wort schlimmer nicht sagen, weil es ist geil, also ich liebe es, aber du weißt, was ich meine. Es wird mehr und es wird nicht weniger. Natürlich kannst du dann Wege finden, wie du es richtig organisierst. Und wie das Ganze geht, haben wir sozusagen auch eben in unser Buch gepackt, damit man auch sieht, genau für solche Frauen, wie du sagst, sie trauen sich nicht, damit man sieht, hey cool, meine beste Freundin ist jetzt eine Top-Unternehmerin und das ist sie wirklich. Also nach 5 Jahren erstens ihr zuzusehen, wie aus einem, ich muss angestellt sein und ich traue mich nicht zu kündigen. Sie hat auch die ersten 3 Jahre nicht gekündigt, weil sie sich nicht getraut hat, weil sie dieses Sicherheitspolster gebraucht hat. Und jetzt im Nachhinein sagt sie, fuck it, warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum habe ich meine Zeit für etwas anderes verschwendet, anstatt dass ich mit dir das volle Risiko eingehe. Und dann kam der Moment tatsächlich, was für mich sehr schön ist und ich habe gerade Gänsehaut bekommen, dann kam sie auf mich zu und hat gesagt, hey Victoria, das ist ja deine Firma, ich stehe da nicht auf Papier, aber ich unterstütze dich ja von Anfang an, wie machen wir denn das jetzt? Ich habe so drauf gewartet, dann habe ich gesagt, da hast du 50%, los geht's, jetzt machen wir es zu zweit, hast du drauf Bock, ja oder nein? Und sie hat ja gesagt. Und mittlerweile die anderen 2 Firmen führen wir auch gemeinsam. Ich habe sie tatsächlich jetzt nicht auf Knien, aber ich habe sie nochmal gefragt, möchtest du mich heiraten? Heiraten noch einmal, weil eine Firma zu gründen ist eine Heirat. Und ich würde da tatsächlich gar nicht so auf Frauen oder Männer bezogen. Aber wenn du dich nicht wirklich traust und du brauchst einen Sparring-Partner, weil du eben in einem speziellen Bereich nicht gut genug bist, ich kann ja auch nicht alles perfekt, aber ich bringe es mir alles so bei, damit ich entscheiden kann, wer es gut kann oder wer nicht. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich auch. Aber dann sind eben Personen, die sagen, Frauen vor allem, Entschuldigung, ich will da jetzt nicht, ja, die
haben keine Ahnung von Finanzen und mögen sich auch mit Zahlen nicht auseinandersetzen, sind mehr kreativ. Cool, dann such dir doch jemanden, der das kann. Such dir deinen Partner, such dir deine besten Freunde. Und wenn du es alleine machst, hast du so viele Rettungsringe um dich. Es sind so viele Personen, die spezialisiert auf etwas sind, die du immer um Hilfe fragen kannst. Dieses Fragen ist auch ein großer Punkt. Mach's einfach. Nicht immer, ich habe am Anfang alles alleine gemacht. Ich wollte niemanden fragen. Ich wollte meiner Familie beweisen, dass ich sozusagen auch ohne die dann alles machen kann. Was bis heute mir ein bisschen nachhängt, ist eben dieses, du bist nur erfolgreich, weil du so eine Familie hast. Nein, das ist nicht so. Du kannst doch alleine das machen und das wollte ich tun. Und da habe ich daraus gelernt, durch meine beste Freundin eben, komm, fragen schadet nichts. Zu zweit was machen, zu dritt, zu viert jemanden fragen, Anteile aufgeben, das ist nicht das, als würdest du was aufgeben, sondern ganz im Gegenteil. Du arbeitest dann an etwas Großem Ganzen. Ja, sehr, sehr cool und auch sehr inspirierend, wie du es gerade beschreibst, weil gerade die Situation, ja, wenn du siehst, wie so eine Persönlichkeit sich da weiterentwickelt von, ja, ich will Sicherheit haben, ich brauche das irgendwie für mich, aber ich bin auch bereit, mit jemandem gemeinsam diese Sachen zu stemmen. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen beschreiben, jetzt habt ihr mehrere Firmen zusammen, ja, sie hat diesen Sicherheitsaspekt, du wahrscheinlich dann eher so ein bisschen progressiv, ja, bis nach vorne unterwegs. Dieses Yin und Yang braucht man ja immer. Wie hat sich das bei euch auch in der Freundschaft ausgewirkt? Weil vielleicht dann ja auch so die Hypothese, ja, wenn es im Unternehmen nicht läuft, dann leidet die Freundschaft, will ich das riskieren? Wie ist das bei euch gelaufen? Das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, weil diese Frage, die nervt mich so hardcore. Ich kriege immer die gleiche Frage gestellt, hey, mit Freunden gründet man nicht, mit besten Freunden schon gar nicht, weil es auseinandergeht. Für mich war es die beste Entscheidung. Wir sind uns, also um das vorwegzunehmen, wir sind uns näher denn je zuvor, aber es war verdammt schwer. Also wir haben immer geglaubt, wir sind gleich, aber wir sind 1000% unterschiedlich, also komplett. Im privaten Leben vielleicht schon, wenn wir gerne gemeinsam fortgehen und so. Und das war unsere Freundschaft 20 Jahre lang bis heute. Aber in der Firma komplett anders. Also wie gesagt, ich drücke ständig vor. Mir ist alles zu langsam auch. Und ich verlange auch ganz viel, weil ich es vielleicht schaffen könnte. Ohne diese Rücksicht eben, vielleicht braucht jemand anderer mehr Zeit oder eine andere Angehungsweise, wie man das zu diesem Ziel kommt. Und das habe ich am Anfang tatsächlich zu sehr gemacht, dass ich zu sehr gesteuert habe, auch den Druck ausgeübt habe, so, warum denkst du denn jetzt nicht so wie ich? Warum siehst du denn das nicht, was ich sehe? Das hat die Freundschaft definitiv angekratzt. Aber und hier sage ich bewusst angekratzt, weil wenn du jemanden wirklich, ich rede nicht von Freunden, die 5, 6 Jahre dauern, Freundschaften, sondern was wirklich intrinsisch ganz, ganz lange aufgebaut ist, wo du weißt, der ist so, wenn er aggressiv ist, der ist so, wenn er lügt, der ist so, wenn er super gelaunt ist oder wenn er traurig ist. Wenn du diesen Menschen wirklich gut kennst, dann gibst du auch nicht so leicht auf. Also ich persönlich finde, zu zweit zu gründen oder zu dritt, zu viert, wie auch immer, mit Freunden, die du wirklich kennst, ist Gold wert. Und es ist 1000-mal besser, als einen externen oder kalten Investor ranzulassen oder einen flüchtigen Bekannten, mit dem du das gründest. Auch das habe ich gemacht. Ich bin zweimal eingefahren, also 2 Firmen habe ich schon sozusagen geschlossen, genau wegen solchen schnellen Gründungen mit Personen, die du nicht wirklich kennst. Jeder kann sich nämlich super verkaufen, aber man sagt ja, wie sagt man da in der Ehe, nach 7 Jahren weiß man es dann, wie einer ist. Ich glaube, das ist das Gleiche in der Freundschaft. Wenn du diese Zeit nicht überstanden hast, gute und schlechte Zeiten, und du nicht weißt, wie die Person ist, kannst du auch nicht wissen, ob du im Unternehmen gemeinsam wachsen könntest. Und das war aber bei uns genau der springende Punkt. Wenn es schwierig war, und es war schwierig, wir hatten viele Downs, wir hatten viele Situationen, wo ich mir dachte, fuck, soll ich jetzt zumachen? Machen oder nicht, machen wir weiter oder nicht. Diese Liebe, die man dann zueinander hat, ist genau das, wo du sagst, komm, mach mal weiter. Komm, nur weil wir jetzt streiten oder du anderer Meinung bist, das bringt sicher nichts. Privat ist es eben anders. Aber es war auch so weit, dass wir uns tatsächlich auch 2-mal Hilfe geholt haben. Also wir waren 2-mal bei einem Coach, alleine, damit ich ihr Mindset verstehe und damit sie mein Mindset versteht. Weil du bist ja dann schon irgendwann einmal in so einer Kiste drinnen. Du kommst da nicht raus, du hast deine Meinung, der andere hat seine Meinung. Da muss dir jemand helfen. Und dass ich das zugebe, dass ich das mache, weil es war ihr Wunsch. Ich habe von Anfang an, meine Antwort war, ich liebe dich, deswegen mache ich das für dich. Ich brauche es nicht. Im Nachhinein kann ich nur sagen, es war Gold wert, dass sie mich dazu gebracht hat. Und seitdem arbeite ich sogar mit einem Mental Coach und habe jede Woche 2 Stunden Mental Training. Sehr, sehr cool. Manchmal braucht man auch als der Schubsende diesen Schubs. Ja, sehr cool. Victoria, wir sind schon auf der Zielgeraden und ihr habt das Ganze ja in einem Buch zusammengefasst. Ich glaube, egal ob man jetzt Mann oder Frau ist, es lohnt sich, das nochmal zu verstehen. Und die Vorbestellungen sind ja bereits möglich. Auf welcher Homepage finden wir das? Und dann verabschieden wir uns. Das findest du auf damnplastic.com oder auch auf diversen Funnels. Dann, ich hoffe, sie erreichen dich. Sehr gut, verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Victoria, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ich freue mich auch. Dankeschön. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und wissen willst, wie du dich selbst und dein Unternehmen noch effizienter machst, dann lass uns sprechen. Buche deinen Termin für eine kostenfreie Potenzialanalyse unter reikane.de/austausch. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de/1028. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß
bei der Umsetzung.